Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zum Fußballmanager 2013. Und ja, wir sind hier mal im News Center drinne. Muss mal ganz kurz gucken. Ja, Tyler Blackett ist wieder fit. Ja, gut, der ist 18, Stärke 55, natürlich nicht so gut. Joshua King ist verletzt, Bandscheibenvorfall, er fällt für 21 Wochen aus. Das ist doch schon mal ganz gut, mit 20 Jahren Bandscheibenvorfall zu haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das baut auf für die Karriere. Und ja gut, sprechen wir nicht mehr weiter drüber. Wir gucken uns das Navigationssystem an, was natürlich nach dem Spiel versagt hat und wir dadurch drei frische Punkte verloren haben. Und da sehen wir noch unsere lange verletzten Liste. Jetzt ist sogar noch der Anders Lindegaard noch dazu gekommen mit seiner Wadenzerrung. Nemanja Vidić sollte demnächst wieder fit sein. Und ja, lassen wir uns mal gucken. Wir haben in 4 Tagen schon wieder das nächste Spiel auf dem Plan. Und er wartet nochmal auf die Arbeitserlaubnis für den Yuto Nagatomo. Und genau, die haben wir hier so ein bisschen umgestellt. Wir spielen auf jeden Fall jetzt momentan ein 3-5-2, würde ich es jetzt einfach nennen. Manche würden es wahrscheinlich ein 3-1-2-2-2 nennen oder sowas. Keine Ahnung, wie man es genau nennt. Ich würde es einfach ein 3-5-2 nennen. Das ist für mich das Einfachste. 3 Leute in der Abwehr, 5 im Mittelfeld und 2 im Angriff. Ja. Ich werde demnächst auch nochmal, ich werde im nächsten Spiel nochmal probieren, nochmal ein 3D-Spiel zu machen, weil ich finde, das ist mal ganz interessant auf jeden Fall. Und mir ist auch letztens nochmal was aufgefallen, als ich bei Scouting war. Das mir letztes Mal ist aufgefallen, als ich mir in den HSV gespielt habe. Und zwar gibt es ja hier Jugendscouts. Dann kann ich jetzt zum Beispiel regional gucken, national oder lokal. Lokal wären zum Beispiel Jugendturnier hier in 4 Tagen Hallenturnier. Regional wären Kleinfeldturnier, Auswahltraining beobachten. Und national wäre zum Beispiel so ein Fußballtennis beobachten oder Bälle und Trikots stiften, kann man hier auch noch, okay. Ja, wir können mal hier so ein Fußballtennis gucken. Das geht 2 Tage. Mal gucken, was dabei so rauskommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mir erst noch mal so ein bisschen ins Spiel reinfinden. Ich gucke natürlich hier so ein paar Sachen mal an. Und ja, hier möchte gerne zum Beispiel sehen wir mal solche Ziele und so. Und ja, sehen wir auf jeden Fall, dass noch irgendwas hier gemacht werden muss. Statistik sehen wir hier. Gut, weil letzte Woche recht hoch beim, also ich spiele noch nebenbei mit dem HSV immer. Und da war es auf jeden Fall, da sind wir unter der Linie. Also dauert noch eindeutig. Kämpfe um Positionen, ja, hier Wayne Rooney und Robin van Persie. Und ich habe beim HSV auch schon ein bisschen, also ist natürlich HSV schon ein bisschen anders. Also ist natürlich, kann man nicht hier mit Manchester United vergleichen. Und natürlich, viele haben mir gesagt, ja, Toni Kroos ist doch Geld, was der jetzt rausgeschmissen hat. Ja, stimmt vielleicht schon. Gebe ich euch vielleicht recht, dass ich da wirklich Geld rausgeworfen habe mit seinem. Wie viel haben wir jetzt? 30 Millionen haben wir für ihn bezahlt. Das ist natürlich enorm. Aber ich hoffe natürlich, dass das Geld wieder reinspielt. Und dass wir das Geld auf jeden Fall wieder irgendwie reinvestieren können. Besonders, da wir eigentlich noch den einen oder anderen verkaufen wollen oder müssen. Ja, da könnte es durchaus sein, zum Beispiel, weil ich gerne natürlich. Wo kann man es mal nachgucken? Ich glaube, Finanzstatus. Ich glaube, hier war es immer. Buchungsjournal, glaube ich, ist das? Restsaison, genau. Sehen wir zum Beispiel immer, dass hier Spielergehälter 12,52 Millionen. 12,52 Millionen pro Monat. Gehen wir aus. Nur Spielergehälter erste Mannschaft. Und ich würde gerne, dass wir das hinkriegen unter 10 Millionen. Dass wir da irgendwas von 9,8 haben. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Ziel. Ja, doch dafür müssten wir eben halt wirklich verkaufen. Und da kann es gut sein, dass zum Beispiel dieser Rio Ferdinand mit seinen 8,25 Millionen dran glauben muss, weil Leute, das ist immenses Geld, was wir da nicht investieren wollen. Oder zumindest ich würde das nicht investieren, weil das ist so viel Hammergeld. Weil das kann man sich gar nicht vorstellen. Zum Beispiel der Tom Cleverley im Vergleich da mit seinen 3,5 Millionen ist natürlich gar nichts. Natürlich, 3,5 Millionen ist. So gesehen für Manchester United schon wieder recht, oh, für normale Vereine recht hoch. Das ist, bezeichne ich beim HSV, bei meinem besten Spieler gerade, mit, naja, der bekommt 4 Millionen, okay. Aber jetzt zum Beispiel hier, Hernandez, 6,25 Millionen, das sind unvorstellbare Summen. Chindi Kagawa steht hier mit 7 Millionen drin, also, das ist einfach unglaublich, was die verdienen, die Leute hier. Robin van Persie sicherlich auch, mit seinen 11,5 Millionen. Leute, das ist ja Wahnsinn, was die hier verdienen. Ashley Young. Na gut, Ashley Young ist 27. Der ist wirklich jung im Vergleich zu Anko Valencia. 7 Millionen. Das sind Gehälter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Na, da müssen wir unbedingt noch was machen.
Also es gibt sicherlich den einen oder anderen Spieler, den man vielleicht gerne verpflichten könnte, würde. Ich habe auf jeden Fall schon mal so einige mehr in Aussicht. Ist natürlich die Frage, ob man die überhaupt bekommen würde. Also durch den HSV kenne ich natürlich jetzt einige schon. Zum Beispiel Son hat ein super Ding gespielt rechts außen. Der hat zwar keine super Stärke, aber er spielt richtig gut dort. Oder was habe ich noch gesehen? Genau, bei. Ich gehe mal kurz. Wo haben wir es denn? Spanien? Spanien, Barcelona, genau. Zweite Mannschaft. Hier, der geht auf jeden Fall auch richtig ab. Also, für den eigentlich war auch, glaube ich, doch recht viel hingeblättert. Aber ich glaube, da können wir nochmal vielleicht den einen oder anderen nochmal holen. Aber erstmal machen wir hier nochmal im Training weiter. Mal gucken, wer hat sich denn verbessert. Raphael hat sich auf jeden Fall verbessert. Der kann auf jeden Fall auch nochmal Pässe trainieren. Und er, na, Rio Ferdinand ist alt. Das ist das Problem. Anton Ferdinand, wo spielt der denn? Queen's Park Rangers. Und ich würde gerne den Rio Ferdinand. Wie sieht denn das denn aus? Aktion. Vertrag, Transferstatus ändern. Auf Transferliste zum Verkaufen setzen. Da ich ihn gerne loswerden möchte, können wir ihn natürlich auch gerne unter dem Marktwert verkaufen. Und machen wir erstmal wieder weiter einen Tag. Sind auf jeden Fall noch mit Deutschland. Patrick Evra, genau, da haben wir ja schon mal wenigstens einen Garant, der schon mal weg ist. Mit seinen unvorstellbaren Millionen. Wie verdient er? Er verdient jetzt 8 Millionen bei Liverpool. Das ist ja sagenhaft. Das verdient denn Toni Kroos dagegen noch mit seinen ganz jungen Jahren. Wie viel haben wir denn? Die haben, ja gut, der hat 7,5 Millionen, aber das ist natürlich im Vergleich zu manchen, die hier über 10 Millionen verdienen, natürlich komplett andere Welt. Baby. Hernandez hat sich auf jeden Fall schon mal wieder verbessert. Und ich möchte auch gerne jetzt dieses Spiel nochmal mit rechts außen und links außen probieren. Weiß gar nicht, kann der Hernandez oder sowas? Der Hernandez könnte sogar rechts oder links außen spielen. Das ist schon mal wenigstens ein Anfang. Aber der kann natürlich auch. Aber Valencia ist auch wieder so ein Fall. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wen ich vielleicht mal verkaufen sollte von den Leuten hier. Wo ihr sagen würdet, ja, hier, den brauchst du nicht. Oder wo ihr sagen würdet, ja, verkauft den mal, weil der ist ewig so nicht so gut, entwickelt sich nicht so gut. Weil viele von euch haben wahrscheinlich das Spiel auch schon sehr, sehr lange gespielt, wissen, welche Spieler sich gut entwickeln und welche nicht. Zum Beispiel hier der Anderson. Na gut, hätte ich jetzt gedacht, vielleicht ist es eine Option, den zu verkaufen oder zu verleihen. Ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, finde ich, wen man verkaufen soll und wen nicht. Jugendspieler entdeckt. Jack Gowling. Ja, den können wir erstmal aufnehmen. Mal gucken, vielleicht entwickelt er sich ja noch. Neuer Gegenstand. Ach so, okay, gut. Genau, wir müssen auch mal hier so ein bisschen den Hintergrund mal so ein bisschen ändern. Was haben wir denn? Finanzen? Ach nö, das brauchen wir nicht. Was haben wir noch so? Ich möchte mal gerne Top-Jugendspieler. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Top-Spieler auf den Transfermarkt. Was haben wir noch? Wir haben noch Marktwert oder sowas. Gibt es sowas auch? Manager-Info. Wahrscheinlich der wertvollste Spieler, genau. Ah, da haben wir es doch. Kaká ist auf der Liste. Er kann auch alles spielen. Pedro ist auch drauf. Ah, die verdienen alle so viel. Das ist ja unglaublich. Huntelaar ist sogar auch drauf. Oder ob ich Huntelaar haben will. Ferdinand ist drauf. Ayew ist drauf. Das sind auf jeden Fall ordentlich Spieler. Also nach Marktwerten sortiert ist Pedro der eindeutig wertvollste. Messi. Ja, hier sehen wir natürlich die wertvollen Spieler. Rooney ist sogar auf jeden Fall mit dabei. Tottenham mit Bale. Also müssen wir auf jeden Fall mal schauen, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen verpflichten können. Weil ich möchte doch gerne den einen oder anderen, der zu viel Geld kostet, zwar Erfahrung hat, allerdings, weiß nicht, ich glaube, auf die Dauer bringen wir die Spieler alle nicht, die so viel Geld kosten, weil die einfach alt sind. Weil, ich sag mal, der heutige Fußballer, also heute ist,
einmal 28, Zenit 29, so 30 maximal, glaube ich. Und dann wird er ab jetzt noch schwächer, weil da haben wir zum Beispiel den Carrick hier. Der, ja, der ist schon 30. Natürlich, sie haben Erfahrung, alle. Das kann man sagen, wie man will. Allerdings glaube ich, dass er nicht so wirklich ist. Und deswegen wurde ich irgendwie gefragt, glaube ich, unter einem Video, warum ich denn Franzosen nicht so gerne kaufe. Franzosen ist irgendwie, weiß nicht, ich habe irgendwie bei, mit Franzosen im Fußballmensch immer irgendwelche Probleme gehabt. Weiß nicht, also die haben sich nie wirklich entwickelt. Oh mein Gott, sind wir schlecht hier. Sind letzter ausgeschieden. Aaron Duggan. Wir haben 2019. Sein Arsenal. 19, 18. Wer ist denn Erzrivale? Ach, Erzrivale. Na komm, die wechseln ja ewig oder nicht. Glenn White, der Verein. Na komm, den können wir mal. Glenn White können wir mal. Vertragsverhandlung. Achso, er lehnt da einen Wechsel ab. Mein Gott, dass sie mal solche Probleme damit haben. Können wir den verwechseln? Wieder verpflichten? Nicht verwechseln. Du gehst mal bitte in die zweite Mannschaft und wir bieten dir, ja gut, ist schon okay. Na, mal gucken, ob er das annimmt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall ein Verteidiger für die Zukunft. Und Anders Lindegaard ist wieder fit. Rio Ferdinand hat sich wieder verbessert. Na gut, das ist ja, glaube ich, kein wirklich verbessern hier. Danny Welbeck. Ach, das ist ja auch noch wieder so eine. Na, dem eigentlich die Zukunft gehört. Die Frage, ob ihm die Zukunft ausgerechnet dem Manchester gehört, bei Topspielern, sage ich es jetzt einfach mal. Weil wie will man sich gegen einen Van Persie, gegen einen Rooney, gegen einen Hernandez wirklich durchsetzen als Danny Welbeck? Das ist wieder die Frage. Ist einfach sehr, sehr schwierig. Natürlich, er spielt rechts außen, links außen, kann auch alles spielen, das ist super. Wir kommen gerade was zu essen hier. Yum, 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 yum. So, das Spiel lief ja nicht gerade so berauschend im Textmodus. Hier hat sich aber auch jetzt keiner verbessert. Zweite Mannschaft verbessern sich ein paar. Zweite Mannschaft ist noch die sparsamste Mannschaft. Da ist er, glaube ich, ewig so verletzt, ne? Ne? Ah, ne, der war ja wieder fit. So war das. So, komm, machen wir hier so ein paar Spieler auf jeden Fall. William Keane. Michael Keane, okay. Der hat aber auf jeden Fall Talent. Also, aber lange verletzt, leider. Was hat denn der? Kreuzbandriss. Ah, okay. So, und gehen wir mal wieder einen Tag weiter und gucken mal. Das nächste Spiel steht auf jeden Fall wieder auf dem Programm. Ich glaube, mein Ziel ist es langfristig, glaube ich, bei Manchester, glaube ich, einen gesunden Verein herzubringen. Also so wie in Deutschland das eigentlich so herrscht bei den meisten Vereinen. Also quasi einen gesunden Verein, der durch die... natürlich haben wir hier einen Investor bei diesem Verein, der uns Geld reinpumpt wie alles andere. Allerdings möchte ich auch gerne, dass man das merkt, also dass nicht solche großen Spenden kommen. Weil es soll einfach mal gesund sein, sage ich mal. Es soll jetzt kein zu viel investieren sein. So. Jetzt bauen wir mal ein bisschen um. Wir bauen jetzt wie folgt um. Er kann auch zentrales Mittelfeld ohne Probleme spielen, glaube ich. Der Chinji nicht so wirklich. Genau, dann machen wir mal den Chinji mal anders. Der Chinji geht nach links außen. Wir spielen heute mal mit zwei Defensiven. Was haben wir noch? Toni Kroos, Nani. Was ich natürlich auch machen kann, ist. Na, nee, geht mal auf rechts. Achso, das ist noch gar nicht rechts. Da ist rechts. Nee, soll auf links gehen. So.
Geht dann mal auf links. Und dann kommt mal noch der Antonio Valencia dazu. Der geht auf rechts. Da habe ich ein bisschen breit ausgefächert, ne? Er sollte eigentlich an sich passen. Gehen wir auf die öffne Taktik. Können wir ein bisschen weiter reinkommen. Das ist okay. Anweisung. Dribbling, Vorstöße. Ja, Rooney geht steil. Hernandez soll auch mal steil gehen. So, Evans Dribblings? Nee, du sollst keine Dribblings machen. Du sollst eher kaum Positionstreue. Machen wir den mal ein bisschen enger. Soll er das mal seine Position bleiben? Mal stand es mal nach vorne, kann der auf jeden Fall. Ich glaube, ansonsten ist es sogar schon mal ganz okay. Nani kommt auf jeden Fall mal richtig mit weit nach vorne. Gingy und Hernandez können dorthin. Der Rooney läuft mal ein bisschen weiter mehr nach hinten. Valencia kann auch mal ein bisschen weiter reinlaufen. Genau, das machen wir eigentlich mal so. Natürlich ein bisschen blöd, dass hier in der Mitte, sag ich mal, das, dann machen wir es mal einfach mal so, dass die beiden noch so ein bisschen in die Mitte rücken müssen. Dann lassen wir es erstmal so, würde ich mal sagen. Denn mal sieht nach einer interessanten Taktik aus und wir sind auf jeden Fall gleich wieder beim Spiel, während ich nochmal den De Gea auf jeden Fall nochmal reinhole. Und ja, wir sind auf jeden Fall gleich beim Spiel.